Hallo, herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Resident Evil 8 Village. Ich bin jetzt nochmal hier bei Moros anwesend. Also, ihr wisst schon, was ich meine, ne? Und wo es ja hier nochmal weiterging, wo die geflügelten Monstren waren. Hab mir direkt mal Scharfschützengewehr ausgerüstet. Und gucke mal, was mich hier erwartet. Scheint ja noch irgendwas interessant zu sein. Wo seid ihr? Zwei. Ja, ist ja gut, Ethan. Ethan atmet schon wieder so schwer. Was ist das denn hier? Lauter Tiere, die verbrannt wurden? Yucks. Magnum-Munition. Überall finde ich Magnum-Munition. Das heißt, ich werde ja wohl eine Magnum finden, die ich auch wieder aufrüsten muss. Ups. Scheiße. Okay. Viel Munition. Viel, viel Munition. Was bedeutet das immer? Ich gehe mal hier hoch. Wo ist es denn? Ich höre es doch. Da? Nee, das ist nur ein Holzstapel. Okay. Das bringt mir auch nicht so viel. Hier kann ich rüber. Hier kann ich rüber machen. Wo ist das denn? Mann! Es ist nur ein Vieh. Es ist nichts Weltbewegendes. So, was haben wir denn hier? Ein Feuerchen. Also, so macht man Grillfleisch eigentlich nicht. Ich esse zwar schon lange keins mehr, aber ich meine mich erinnern zu können, dass ich so niemals Fleisch zubereitet habe. Guck mal, hat er noch die Waffe in der Hand. Sehr schön. Aber wo kommen die Geräusche her? Ha? Hier geht doch etwas vor sich. Gott, hallo? Was ist hier los? Das ist ja am Essen. In Arsch. Ja. Aber ich höre immer noch Geräusche.
Da ist die Magnum M1851 Wolfsbane. Cool. Sehr schön. Mutter Miranda hat mir einen Berg geschenkt. Hier kann ich ganz viele Experimente mit dem Kadu machen. Es ist mein geheimes Labor. Heute habe ich 3 Experimente mit dem Kadu gemacht. Aber sie sind alle geplatzt und haben alles dreckig gemacht. Ich habe das Kadu eingepflanzt und dann habe ich mit einer Nadel Wolfsblut ins Rückgrat gespritzt. Das Versuchsobjekt hat sich stark bewegt und dann meinen Assistenten getötet. Ich konnte es nicht in den Griff kriegen. Deshalb habe ich es in einen Käfig getan. Jetzt muss ich es füttern. Okay. Ich höre doch schon wieder Scheißgeräusche hier. Fuck. Jetzt sag mir nicht, das ist hier wieder so ein Werwolf-Vieh. Oh fuck. Das wäre scheiße. Oh Gott, das ist wieder so ein Werwolf-Vieh. Das wird es sein. Oh fuck, da unten ist es. Rostige Reste. Gehst du wohl da rein? Gehst du wohl da rein? Scheiße. Warum ist er nicht da reingegangen? Oh Mann, du dummer Kopf, du. Du dummer Kopf. Ja, hör auf zu stöhnen. Wolfsbane. Ein Revolver, der mit Magnum-Munition geladen wird. Untersuchen. Feuerkraft Stufe 1700. Oh. Ja, das ist wirklich nicht schlecht. Und meine normale Pistole? 180 gerade mal. Ja, bitte was? Das ist ja dann mega, das Teil. Das können wir mal gerade ausrüsten. Und zwar hier. Okay, ich stelle mich der Sache. Nee. Ich habe mit 2 Schuss dieses hartnäckige Biest getötet. Wow, die Waffe ist ja Gold wert. Boah, wie krass. Boah. Das ist aber eine gute Entdeckung. Geil. Mit 2 Schuss. Jetzt bin ich unbesiegbar. Sehen wir dann, ne? Aber ich meine, bei 1800 Feuerrate im Gegensatz zu hier 180. 10 Schuss sind wie ein Schuss mit der Magnum. Wow, geil. Cool. Gucke ich mal, wie weit ich das jetzt aufrüsten kann. Und dann geht es jetzt endlich zum Heisenberg. Da lang. Ups. So, da bin ich hier wieder. Ah, ja, ja. Das und das. Klimpergeld. Klimpergeld? Beachte mich gar nicht. So, hier ist die Waffe. Boah, ist das teuer, die aufzurüsten. Okay. Nein. Erstmal nicht. Ich brauche eigentlich mal ein bisschen andere Munition noch.
Deswegen spare ich mir die nächste Modifikation. Habe ich hier eigentlich noch irgendwas? Ja, tatsächlich. Ne, alles raus aus dem Inventar. Nur nicht nachlassen. Das war's. So. Wenn du willst, kann ich deine Waffen auf- und jetzt fällt mir ein, ich habe doch noch hier einen Flakon, den ich hier einsetzen kann. Und jetzt fehlt nur noch einer. Jetzt wird gespeichert. Und jetzt machen wir uns auf in Richtung Heisenberg. Mich erwarten wieder grauenvolle Dinge. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, das mit Moro, ja, das war wirklich easy peasy. Das war auch nichts. Genau wie mit Donna Beneviento, das war auch sehr, sehr leicht. Also das war wirklich super leicht, das war überhaupt gar keine Herausforderung. Aber es war schön gruselig, vor allem dieses verdammte Baby, ey. Boah, war das übel, das war so gruselig. Fand ich echt gut. Das hätte man noch ein bisschen auskosten können. Viel Glück. Wer macht sich ein... What? Wart ihr das? Wir hatten hier rumgenervt. War das einfach nur Geräusche? Oh nein. Oh nein. Ach du liebe Güte. Das sind aber viele. Ich mach die hier mit platt. Eins. Du bist tot. Wer bist du denn? Junge! Oh, triff doch! Der Ethan, ne? Der macht nur Scheiße. Was haben wir hier? Metallreste. Aber das waren noch längst nicht alle. Hab ich doch gesehen. So. Was ist hier schon wieder für eine Teufelei im Gange gewesen? So. Sind wir schon wieder bei 13 Minuten? Wie kann das denn sein? Ich habe kaum was gemacht bisher. Immer ruhig mit den jungen Pferden. Ballerspiel, oder? Oh! Was ist denn hier los? Beschießen mich mit Pfeil und Bogen. Was sind wir denn hier gelandet? Oh! Alter, die können aber treffen. Nicht mit mir. Ey, sag mal, habt ihr einen an der Waffe?
fassen. Die wollen mich offenbar hier ganz dringend davon abhalten, dass ich weitergehe. Wir sind immer viele unterwegs. Die sehen auch ein bisschen aus wie die Uruk-hai bei Herr der Ringe. Explosives Fass. Nett. Vielleicht bewahre ich mir das noch auf, falls hier noch irgendwer vorbeigestiefelt kommt. So, da haben wir es nämlich schon gehabt. Ah, Scheiße. Oh, fuck, wollte ich eigentlich nicht. Egal, kriege ich schon irgendwie hin. Kriege ich schon irgendwie kompensiert, dass ich hier meine gute Magnum-Munition benutze. Oh fuck, hier ist schon wieder sowas. Was ist denn hier los? Was ist denn das für ein komischer Abschnitt? Das ist halt echt was von einem Shooter. Flintenmunition. Sehr gut. Dann rüste ich auch direkt mal die Flinte aus. Das war nicht viel, aber etwas. Okay, hier gibt es ganz viel, was ich zum Explodieren bringen kann. Ich dieses Tor auf. Ja. Oh, gleich. Erstmal müssen wir Loot einsammeln, Ethan. Du kennst doch die alte Regel der Videospiele. Da sind aber viele Vögel unterwegs, du. Nicht noch eins. Meine Güte, ey. Oder? Oh shit. Ausgerutscht. Das ist ausgerutscht auf seinem toten Freund. Auf zu schreien. Oh Mann, oh Mann. Oh shit. Ach, Ethan, ernsthaft. Oh Gott, was für ein nerviger Abschnitt.
Jetzt muss ich den ganzen Kram nochmal machen. Ist das wirklich wahr? Oh, come on, oder? Leute, ich cutte das für euch freundlicherweise bis zu der Stelle, wo wir gerade waren, okay? So, und da bin ich wieder. Also ich klettere jetzt wieder da hoch und sehe, auf der anderen Seite gibt es auch so einen Hebel. Wahrscheinlich muss ich beide Hebel betätigen. Und vielleicht ist es ja auch eine schier unendliche Zahl an Gegnern, die auf mich zukommt. Das heißt, ich werde jetzt diesen Hebel betätigen. Schnell hier runter und dann da weitermachen. Das ist der Plan. Ob er funktioniert, sehe ich dann. Jetzt geht's los. Komm, Ethan, mach voran. Oh Gott, das geht ja voll langsam. Hui. Hau ab, Junge. Erstmal was draufschütten. Und da sind wir. Ja, ihr habt's geschafft. Also ich musste da jetzt gar nicht alle Gegnermassen beseitigen. So einfach schnell dadurch. Ja. Da bin ich ja froh, dass ich mich damit jetzt doch nicht noch länger aufhalten musste. Ah. Das ist gut. Ja. Wir machen aber noch ein bisschen weiter, bevor die nächste Folge startet. Naja, morgen erst bei euch. Bevor ich die nächste Folge aufnehme. Hier geht's nicht weiter. Was sagt die Munition? Einmal nachfüllen, bitte. Das ist ja echt hier wie ein... Oh, wir hatten das... Also, das ist so anders als die anderen... Das muss ihr Nest sein. Als die anderen Parts hier von Resident Evil 8. Mit Schloss Dimitrescu und das Gruselige und so. Das ist jetzt echt so... Ja, wie so ein Shooter hier. Wie so eine Arena. Naja. Richtig begeistert bin ich jetzt davon, der Idee nicht. Ups. Ups. Da ist er hingefallen. Ich agiere aus der Safe Zone heraus. Das ist ja praktisch. Naja, halbwegs. Keine Ahnung, ob da unten jemand stand. Ich sehe dich. Dich auch. Das ist so schnell, mein Freund. Und wieder ausgerutscht. Ja, festes Schuhwerk wäre vielleicht mal nicht schlecht für euch. Ihr Schlaumeier.
Damit hast du nicht gerechnet, wa? Upsi. Das ist jetzt zu dämlich einfach, echt. Sorry, aber das ist nicht das, was ich hier erwartet habe, echt. Noch einer. Sag mal, ist es mal bald gut? Scheiße! Gegen wie viele muss ich denn hier eigentlich kämpfen? Ups. Oder hört das jetzt gar nicht mehr auf hier? Da kommt schon wieder jemand. Ich glaube, das ist Absicht, Leute. Das ist ja bescheuert. Offenbar gehört das so. Ja klar. Flieg direkt zu denen rüber, Ethan. Du bist echt auch nicht so der Schlauste. Oh, schön. Ich gehe mal hier einfach weiter. Oh nein! Nein, kein Großer! Bitte, ich will keinen Großen! Ich will hier durch! Ich mach mir mal gerade eine Medizin. Dum-di-dum. Da-da-ba-da. Oh! Wartemusik. Haut ab, Jungs! Aha. Und da ist es vorbei. Oh. Widerwärtig. Scheiße, oder? So. Sehr, sehr actionlastig. Die Order des Königs hat uns endlich erreicht. Rückzug. Es ist äußerst ärgerlich, dass wir den Ketzern die Festung an der Grenze überlassen müssen. Wenn nur etwas mehr Zeit wäre, könnte ich das Blatt sicher zu unseren Gunsten wenden. Nein. Das ist bloß vornehmes Getue. In Wahrheit ist es meine Neugier, die mich an diesem Ort hält. In der Gegend gibt es ein paar Ruinen, die laut den Bewohnern schon sehr alt sind. Den Zeremonienplatz mit vier übermächtigen Statuen, die Höhle mit Wandmalereien und einen steinernen Sockel, den sie den Kelch des Giganten nennen. Wer hat all das erschaffen? Wo kamen der oder die Erbauer her? Und wo sind sie hin? Es wurmt mich, dass wir diesen Ort ohne dieses Wissen hinter uns lassen müssen. Gut, Freunde. Gerade gespeichert. Und damit sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Freude an dieser sehr actionlastigen Sache hier. Naja, also was ich davon halten soll, weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Aber egal, es macht ja schon auch irgendwie Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao.